Jean, this place reeks. I know. Wait, you don't expect me to mop up, do you? Come on, those guys are cake. Not to mention, much sexier than you. Well, your sexy little friends. They're coming for a dance. They're still sexier than you are. Hallo Leute, newsmäßig gibt's diesmal nicht allzu viel zu berichten. Fangen wir einfach mal mit dem interessantesten Spiel an, das ich hier auf meinem kleinen DVD-Haufen liegen habe. God Hand von Capcom sieht, gelinde gesagt, selbst für PS2-Verhältnisse ziemlich übel aus, hat mit einer absolut indiskutablen Kamera zu kämpfen, spielt sich aber trotzdem super. Vor allem der Umstand, dass sich das Spiel nicht ernst nimmt, was sich in einigen abgedrehten Special Moves und Zwischensequenzen zeigt, macht das Combo-Geprügel für Action-Fans sehr interessant. God Hand erscheint Anfang 2007 für die PS2 und wird voraussichtlich gleich zum günstigen Budgetpreis angeboten. Mercury Meltdown Remix sollte eigentlich schon im Handel sein, wenn ihr das hier seht, und kommt ebenfalls nur für die PS2. Das Knobelspiel lässt euch eine oder mehrere Quecksilberkugeln über Hindernisparcours dirigieren, indem ihr das Spielfeld neigt und dreht. Ziel ist es, das flüssige Schwermetall verlustfrei ins Ziel zu bugsieren und unterwegs möglichst viele Boni aufzusammeln. Beim Anspielen hat das Spiel einen äußerst soliden Eindruck gemacht. Knobelfreunde sollten Mercury Meltdown Remix unbedingt auf ihre Einkaufsliste setzen. Zu guter Letzt zeige ich euch noch ein paar bewegte Bilder von Sega's World Snooker Championship 2007. Da ich beim Billard nicht unbedingt der Beste bin, ach was nennen wir es beim Namen, ich bin sauschlecht, hat sich Bernd bereit erklärt, ein paar Kugeln über den Filzbelag zu stoßen. Dabei fällt allerdings auf, dass auch Bernd entgegen seiner Beteuerung, ein echter Billardprofi zu sein, nicht besonders viel zustande bringt. Egal, das Spiel macht vom Ballverhalten und der Optionsvielfalt her einen sehr ordentlichen Eindruck. Lediglich die fetten PAL-Balken werden bis zum Release hoffentlich noch entfernt werden. Und damit sind wir auch schon am Ende der News angekommen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der DVD, sofern ihr die News als erstes angewählt habt, und sage Tschüss, bis dann!